Schopenhauer, geboren am 22. Februar 1788 in Danzig. Beruf? Philosoph. Arthur Schopenhauer. Die hier anwesende Caroline Luise Marquet, von Beruf Näherin, macht geltend, sie sei von Ihnen im Streit die Treppe heruntergeworfen worden und habe infolgedessen ein Zittern im Arm beibehalten. Die wird wohl so klug sein, das Zittern Ihres Armes nicht einzustellen. Wie meinen? Nicht. Arthur Schopenhauer, ich verurteile Sie zu einer Vierteljahresrente von 15 Talern, bis das Zittern verschwunden ist. Ab. Wir haben Arthur Schopenhauer bei einer seiner wenig rühmlichen Lebenssituationen angetroffen, als er wegen Realinjurie, also tätlicher Beleidigung, vor Gericht zu einer Strafzahlung verurteilt wurde. Von ihm ist ferner bekannt, dass er mit seiner spitzen Zunge und seinem Zynismus gern seine Zeitgenossen angriff. Er beriet sich aber sicherheitshalber, vorsichtig geworden aus Erfahrung, zuvor mit Anwälten, um weiteren Klagen zu entgehen. Was machte jedoch das philosophische Werk dieses streitbaren Denkers aus? Schopenhauer entstammte einer angesehenen Kaufmannsfamilie aus Danzig und sollte eigentlich Kaufmann werden, begab sich jedoch als Privatgelehrter auf Reisen und entschloss sich dann, die Philosophie nicht nur zu studieren, sondern zu revolutionieren. Sicher ist, dass inhaltlich vor allem zwei Komponenten das philosophische Schaffen Schopenhauers bestimmten. Der Wille, nicht nur als Triebkraft des eigenen persönlichen Handelns, sondern als gemutmaßte Triebkraft des Weltganzen. Und der Pessimismus, als dessen Vordenker er gilt. Die Welt galt Schopenhauer als die schlechteste denkbare, und dennoch trachtete er zeitlebens danach, sie zu erkennen. Die Welt als Wille und Vorstellung von 1819 gilt von daher als sein philosophisches Hauptwerk und wird ideengeschichtlich dem Idealismus zugeordnet. Die Welt als Wille und Vorstellung von 1819 gilt von daher als sein philosophisches Hauptwerk und wird ideengeschichtlich dem Idealismus zugeordnet, allerdings nicht in direkter Nachfolge von Platons Ideenwelt, sondern mit einem spürbaren Einfluss östlicher Philosophie. Schopenhauer stellt in seinem Hauptwerk die Bedeutung des Willens, den er als allgemeines Strukturprinzip des Seins ansieht, dar und argumentiert, das Seiende, also Mensch, Tier, Pflanze und Stein, sei nur in der menschlichen Vorstellung enthalten. Zuvor hatte er im Jahr 1813 mit wenig Erfolg seine Dissertation über die vierfache Wurzel des Satzes vom zureichenden Grunde veröffentlicht, was seine Mutter Johanna Schopenhauer, eine gefragte Schriftstellerin des Reiseromans und Bekannte von Goethe, zu der spöttischen Bemerkung veranlasste, sie würde diese vierfache Wurzel gern in der Apotheke kaufen. Überhaupt die Mutter. Es war keine herzliche Beziehung. Mutter und Sohn hatten, Zeitzeugen zufolge, stets ein sehr spannungsreiches Verhältnis zueinander, das möglicherweise ein psychologisches Motiv für Schopenhauers ausgeprägten Frauenhass darstellte. Für ihn sind Frauen sexus sequior, das zweite, minderwertige Geschlecht, ein schlechterer Abklatsch der Männer, wie er in seinem bissigen Essay über die Weiber von 1851 aussagt. Er selbst hatte in Beziehungen nur wenig Glück und wurde von seiner Liebe, der 17-jährigen Flora Weiß, kühl abgewiesen. Der Denker äußerte daraufhin die Meinung, der Geschlechtstrieb sei lächerlich und münde im schlimmsten Fall in eine Ehe, in der man einander zum Ekel zu werden bestimmt sei. Lieber ging er mit seinem treuen Pudel Atman, der Name bedeutet in der indischen Gelehrtensprache Sanskrit Seele, am Frankfurter Mainufer spazieren, wo ihn auch Wilhelm Busch malte. Den Zeitgenossen fremd, mit den Mitmenschen im Streit, den Frauen abhold, doch den Tieren zugeneigt und der Nachwelt eine Quelle der Inspiration. Das ist Arthur Schopenhauer, der unzählige Widersprüche in seinem Kopf und Herz vereinen konnte. Sein umfangreiches Werk über Wille und Vorstellung, Pessimismus und auch Redekunst lohnt noch heute die Lektüre. Selbst dann, wenn man nicht vorhat, sich vor Gericht zu verteidigen.